So, hallo zusammen, heute ist der 12.07.2019, ungefähr 2:30 Uhr nachmittags. Wir haben 16 Grad. Das Wetter ist ja sehr stark bewölkt. Hier ist gerade ein sehr heftiges Gewitter durchgegangen. Ja, jetzt kommen wir zu den Neuheiten in meinem Taubenschlag. Ich hatte ja die Wiener Hochflieger weggegeben, um eine neue Rasse auszuprobieren. Geplant waren eine einheimische Rasse. Da ich ja in der Nähe von Kassel wohne, muss es natürlich der Kasseler Tümmler sein. Darf ich vorstellen? Die sitzen jetzt etwas doof. Das sind 4 Stück. Geplant waren ursprünglich erst im November, beziehungsweise ich wollte ein paar Jungtiere haben, hatte aber erstmal eine Absage gekriegt, dass ich im November erst welche kriege. Jetzt hatte ich noch einen Züchter gefunden, der konnte mir jetzt schon Jungtiere geben. Überraschenderweise, ich mache jetzt mal einen Einschnitt, ich habe da noch ein kleines Video. So, einmal Kasseler Tümmler. Zumindest fliegen sie hoch. Ja, wie man sieht, so doof zum Fliegen sind sie nicht. Aber alles weitere werden wir später noch testen. So, das war ein kurzer Einschnitt. So, wie man auch gesehen hat, also überraschenderweise hat der Verkäufer oder der Züchter gesagt, das sind Flugtauben. Davon hatte ich schon mal gelesen. Aber professionell geflogen hat es wohl keiner. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, erstmal einfach nur mit fliegen lassen. Es sind 2 Pärchen, aber halt noch Jungtauben. Sind etwas strubbelig. Ja, so sehen sie dann. Es ist auch ein bisschen kühl. Das Gewitter hat allen Tauben ein bisschen zugesetzt. Da machen sie rein körperlich sind sie etwas größer wie eine Brieftaube. Wobei ich meine, die hier sind noch nicht ausgewachsen. Auf einer Schau hatte ich sie noch ein bisschen größer gesehen. Haben auf jeden Fall doppelt so langen Hals, Beine wie die Brieftauben. Und der Hals, würde ich sagen, auch ist also locker noch ein Brot länger wie bei Brieftauben. Ja, bei den Kiebitzen sieht man, ich habe noch relativ viele. Die Zucht ist eigentlich eingestellt. Es schlüpfen zwar noch Jungtiere. Ich habe die Zuchtzellen mal aufgelassen, da ich letztes Jahr die negative Erfahrung gemacht habe, wenn ich die Nistzellen zumache, die ich nicht mehr brauche. Nur noch die auflasse, dann werden die Pärchen sehr massiv gestört und vertrieben teilweise auch. Ich meine, es schlüpfen noch hier irgendwo noch 1-2 Küken. Ich glaube hier liegt noch ein Ei. Ja. Und sieht man es, da ist eine Taube geschlüpft, ein Kiebitz. Ich habe nur im Grunde genommen keinen blassen Schimmer, wie die Eltern sind. Ich habe eigentlich vermutet, hier die Dame. Aber, und der Partner, der dazugehörige Partner. Jetzt muss ich kurz gucken. Aber, so wie es aussieht, der Partner sitzt hier, saßen da auch schon immer wieder andere Kiebitze drauf. Ein paar von den Kiebitz-Nachwuchs sind anscheinend schon ziemlich reif, dass da wird ein Männchen sein. Der beansprucht nämlich auch eine Nistzelle für sich. So. Dann wollen wir mal sehen. Aber bis jetzt gefallen mir die Kasseler schon wunderbar. Ist eine ruhige Rasse zumindest, ne? Also die knallen nicht irgendwo gegen. So, jetzt gehen wir mal rüber auf die andere Seite. So, das ist die andere Seite. Ja, hier sind sie auch. Das Gewitter ging hier über eine Stunde und das war schon relativ heftig. Sind alle heile geblieben, aber wie ihr seht, alle sind ein bisschen gestresst. Die Jungtauben entwickeln sich hier eigentlich hervorragend. Hm. So, wir hatten hier auch, wie geht's hier? Hier sind Kasaner-Küken. Schon sehr gut gewachsen. Man sieht's. Das bringt.
Ist am 16. geschlüpft. Was? Am 16. Okay. Passt doch vom Datum hier nicht. Was ist das für ein Blödsinn? Ja, hier ist genau das gleiche Problem wie drüben. Ich mache die Nistzellen nicht zu, das heißt, die treiben. Das heißt, unser Hund, die Maya, hat einfach ein paar mehr Eier, Frühstückseier zu essen. Hier habe ich jetzt blöderweise zu spät gesehen, beide unbefruchtet. Die bleiben aber sitzen, weil es hier halt beide befruchtet sind. Und die haben ungefähr gleich gelegt. Und deswegen bleiben die noch auf den unbefruchteten sitzen. So, unsere Iggy, das heißt ja, das ist unser alter Meister. Unsere Iggy, die haben ja ein bisschen Nachwuchs für das Heidederby gestellt. Durften jetzt noch einmal brüten. Einfach mal, um zu sehen. Oder nochmal einmal Nachwuchs von denen zu haben. So. Hier sind, na, kommen wir erst gleich dazu. Hier müsste auch bald schlüpfen. Ist schon geil, wenn die Kleinen immer so neugierig gucken. Na, ist auch auf die Kamera. So. Hier sind auch Eier noch, also die Kasana lasse ich jetzt auch noch ein bisschen brüten. Hier auch. Ich bin mir nicht sicher. Doch, hier ist was geschlüpft heute. Richtig, ist ja auch der 12.7. Also hier, das ist eine Kasanerin, die mit dem Brieftäuber. Jetzt muss ich mal kurz die Kamera schwenken. Sieht man das? Das ist unsere Iggy übrigens. So. Die ist relativ zutraulich. Auf jeden Fall die Kasanerin hier mit dem Brieftäuber haben auf jeden Fall zwei Eier. So wie ich gesehen habe, auch beide befruchtet. Da wird es auf jeden Fall Mischlinge geben. Was mich jetzt auch relativ stutzig gemacht hat, ich hatte eigentlich aus derselben Dame, die ich gerade eben gefilmt habe, und dem roten Täuber, Brieftäuber, wo sitzt der? Auf dem Nest? Nein. Wo ist der denn hin? Wenn man blind ist. Ach hier, richtig. Mit dem Täuber waren die ja mal eine Zeit lang verpaart. Da habe ich dann die Täuben ihm weggenommen. Hab's mit dem Randale-Täuber drüben zusammengesetzt und die hatten nach 3 Tagen schon das erste Ei liegen. War auch nur eins befruchtet von, oder nur das Ei war auch befruchtet, ein zweites kam nicht. Bin ich von ausgegangen, also das hier ist bei rausgekommen, diese kleine Taube, dass das hier ein Kasana-Brieftaubenmix ist. Übrigens, ne, die setzen sich hier als auf meine Schulter, dass das ein Kasana-Brieftaubenmix ist. Jetzt habe ich das jetzt nochmal länger beobachtet. Und musste sagen, ja, ihr kommt alle auf die Kamera. Muss jetzt sagen, das ist garantiert kein Brieftaubenmix. Das wird tatsächlich, also da muss der Kiebitz tatsächlich nach geschafft haben zu befruchten und 3 Tage später war das Ei da. Weil wenn ich es einmal durch den Taubenkalkulator, also wo man die Farben berechnet, durchjage, schwarz an rot, sozusagen, müsste bei Männchen auch rote Männchen rauskommen. Ich werde hier so ein bisschen belagert, auch von den Kasanern. Man merkt, wenn man ein bisschen weniger Futter gibt, das steigt komischerweise die Zutraulichkeit. Es ist nicht so, dass sie jetzt Futter von mir kriegen oder dass ich Futter in der Hand halte, aber ich drehe, kann ich das rumdrehen? Nee, kann ich nicht. Ich kann jetzt hier mal zeigen. Ja, das ist meine Hand. Mit der anderen halte ich die Kamera. Das ist unsere Iggy. Die ist ja so zutraulich. So, und die Kasana saßen gerade auch noch auf meiner Schulter. Also die kommen auch immer wieder an. Suchen die Nähe. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, das hier ist jetzt kein Brieftaubenmix. Das ist jetzt offiziell ein Kasana-Kiebitz-Mischling. Ja. Deswegen fliegt er wahrscheinlich trotzdem noch so gut. Jetzt bin ich gespannt, was aus dem bunten Vogel und... Ja, ich habe hier schon wieder Besuch. Im bunten Brieftäuber und der Kasanerin rauskommt.
wie die Mischlinge dann wieder aussehen. Ja, im Allgemeinen ist dann auf jeden Fall auch Schluss mit den Kreuzungen bzw. mit der Zucht, wobei die Kasaner dürfen noch ein bisschen. So, Iggy, geh mal runter. Ja, so viel zu heute oder dem aktuellen Stand. Also ich habe eine neue Rasse, werde die jetzt auch mal ein bisschen ausprobieren, ein, zwei Jahre. Das wurde mir von einem, ja, sag ich mal, schon Arbeitskollege, also schon ein bisschen mehr als Arbeitskollege, er hat auch Tauben gezüchtet auch. Er sagte auch, es ist immer ein Taubenschlag irgendwo, ein bisschen Platz, dass man immer mal eine neue Rasse ausprobieren kann. Ein paar Jährchen, dann kann man sie immer noch verkaufen, abgeben an ein paar Züchter. Und wenn man es mindestens an zwei Züchter verkauft hat, seinen Bestand, dann holt man sich die nächste Rasse und probiert es aus. Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn ich das auch immer so mache, ein bisschen mal was ausprobiere. Dann wird es auch nie langweilig. So, das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.